Hallo und herzlich willkommen zu The Mage Seeker Teil 13. Wir sind hier in so einem Hauptquartier von Magiesuchenden und befreien hier oder wollen hier Magier befreien. Eigentlich ist es doch recht ähnlich bisher die Mission. Eigentlich hieß es immer nur, geh irgendwo hin und befreie Magier und töte Magiesuchende. Aber egal, ich meine, von den Fähigkeiten ist es auf jeden Fall sehr abwechslungsreich. Da können wir uns auf jeden Fall nicht beschweren. Ich habe auch die Seite hier nochmal angeguckt. Fehlen gar nicht mal so viele Charaktere, die neu dazukommen. Was mich so ein bisschen wundert, Morgana ist ja so richtig in so einem Kreis, so als wäre sie eine Göttin oder so. Und links frage ich mich auch, also ich denke, links ist Yavan und der ist aber kein Gott, deswegen keine Ahnung, warum das so ist. Egal, auf jeden Fall gehen wir hier weiter. Wir haben jetzt hier so eine Schlüsselfunktion und können hier das Schloss aufmachen. Ich überlege, ob wir da uns noch mal einholen. Müssen wir aber wahrscheinlich nicht. Müssen wir wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich müssen wir jetzt erst wieder kämpfen. Eis für die Feuerleute, oder? Au! Warum? Wobei, das war ja. Da war ja Magie gut gegen den Kerl, gell? Der macht schon viel Schaden, der Gute. Ich hab selber noch welche. Zack, zack. Und besiegt. Für dich nochmal ein Eis. Und für euch habe ich noch eine Böe. So. Das ist schon geil. Also wirklich das Konter-Element. Weil ich jetzt auch ein bisschen enttäuscht. Also ich habe jetzt schon ein bisschen Scheiße gebaut. Bisschen wenig, bisschen viel Schaden gekriegt. Eigentlich müssten wir doch jetzt auch bald die Tränke mal upgraden können. Wir brauchen halt genug Rekruten. Ich glaube, dass das die Sache ist. Wir haben noch zu wenig. Wobei, so lang sollte das doch auch nicht mehr gehen, oder? So lang sollte das doch hoffentlich auch nicht mehr gehen, bis wir mal genug Rekruten haben, um. Oh, da muss ich aufpassen. Also, wir brauchen noch einen Rekrut, bis wir ein bisschen was an der Karte freischalten, also an unserer Homebase. Das heißt, das haben wir auf jeden Fall. Hä, was ist denn das? Wieso kann ich das nicht. Achso, ich drücke den falschen Knopf. Ich wollte es gerade übernehmen, aber ich muss es ja kaputt ziehen. So, jetzt aber. Ne, ich muss hier den Schalter umlegen. Zack. Freie Gefangene. Ihr seid frei zu den Toren. So, aber zuerst mal dich noch. Gefangene, aber keine Elite-Magier-Schülerin. Eine Fehlinformation? Das ist bestimmt die Raya oder wie sie heißt. Ich sehe den Schmerz in der. Achso, das sind die Standardgespräche, bitte. Oh, krass, dass der jetzt mit ihm mitgeht. Ich glaube, da müssen wir schon gucken, dass wir das fair aufteilen. Gerade wenn wir noch immer später dann noch irgendwelche Gesetzlosen bekommen, dass sie dann auch Rekruten kriegen. Ha, perfekt. Ach komm, als ob. Leben. Ich muss schon ein kleines bisschen vorsichtig sein, denke ich. Ein kleines bisschen. So, jetzt kriegt aber die andere mal Elara oder wie sie heißt. Tod den falschen Göttern. No, nicht der. Oh, das ist richtig fies. Diese Heilstatue, ich habe die Ulta noch gar nicht eingesetzt, gell? Ich will die jetzt endlich mal einsetzen.
glaube, das sollte ich machen, wenn das nächste Mal ein paar Gegner kommen. Ich möchte sie. Würde sie gern einsetzen, bevor es richtig abgeht. Also, dass ich sie da am besten nochmal habe. Oh, guck mal, das ist bestimmt ein Gesetzloser, der da sitzt. Wer könnte. Was könnte das denn für einer sein? Was fehlt jetzt noch? Sturm fehlt noch und Natur fehlt. Ist das dann der Sturmtyp? Oder der Naturtyp? Oh, das ist der Sturmtyp, der Dukar. Ein Grund zum Feiern. Trinkt mit mir. Ich habe keine Zeit zum Feiern. Nicht, wenn noch magiesuchenden Köpfe auf Schultern sitzen. Warte, ich will mitkommen. Ich kann kleinste Funken zu Blitzen machen, ja, der Sturmtyp. Und ich will einen Sturm entfesseln. Einen Sturmmagier können wir brauchen, aber du musst dich beweisen. Das wird er ja hoffentlich tun. Neuer Gesetzloser, Elite-Sturmmagier Dukar, wenn eine Hauptmission zugewiesen wird. Oh, das sieht auch cool aus. Donnerfeld. Lailanis Informationen waren wohl falsch. Hä, warum? Das hier ist nur ein Gefängnis. Ich glaube, da gibt es noch eine Ebene tiefer. Hier. Da gibt es noch eine Ebene tiefer. Schätze ich doch einfach mal. Schätze ich mal. Da kommen wir auch erst von der anderen Seite. Gell? Da kommen wir wahrscheinlich zurück oder so. Oder? Da ist auf jeden Fall irgendwie ein Schriftzeichen. Ja, mit Sicherheit kommen wir da von der anderen Seite hin. Nach rechts? Okay, da kommen wir aber noch nicht weiter. Da braucht man einen goldenen Schlüssel. Das heißt, wir brauchen jetzt immer die passenden Schlüssel. Oh oh. Denken immer, was weiß ich was, was jetzt passiert. Und dann sind es einfach nur ganz normale Gegner. Das wäre doch jetzt eigentlich ein guter Moment, oder? Um mal die Ult einzusetzen. Aber ich brauche sie jetzt halt einfach nicht. Das ist es. Ich will es jetzt halt auch nicht verschwenden. Sogar noch die Bogenschützen. Jetzt geht's aber los. Ist auch schon wieder eine Weile her. Ist halt auch so ein perfekter Raum, wo es wieder richtig abgehen kann. Ist krass, das halt tut einen auch recht schnell wieder aufladen. Also ihr seht, ich habe fast schon wieder alles ready. Vielleicht jetzt mal. Macht das mehr Schaden? Ich habe auf jeden Fall eine größere Range, oder? Aber das heilt mich doch auch wieder nett, oder? Aber ich glaube, es hat mich beim Einsetzen hat's mich kalt. Ich hatte viel weniger Leben. Meine ich. Weil dann ist es halt schon gut, wenn mich das wieder richtig schön hochheilt. Dann ist es im Prinzip wie ein Trank mehr oder fast sogar noch mehr als ein Trank mehr. Oh shit, das habe ich gerade gar nicht kommen sehen. So, sehr schön. Ohne Probleme geschafft. Und es gibt nur einen Weg nach links, oder? Ich bin auch mal auf den nächsten Boss gespannt. Boah, gleich zwei.
Wobei die schießen zu selten. Oder schießen überhaupt, wenn ich an den ziehe? Auf jeden Fall schießen sie nicht arg häufig. Die habe ich, stelle ich mir eigentlich ein bisschen schwer, oder habe ich mir ein bisschen schwerer vorgestellt. Oh, what? Wie komme ich da bitte hin? Krass, das ist ein Geheimgang oder so. Aber wie komme ich da bitte hin? Soll ich nochmal zurückgehen? Ist das hier? Das hätte ich ja nicht gedacht, dass es so richtige Geheimgänge gibt. Die man halt überhaupt nicht sieht. Das müsste eigentlich hier sein, oder? Ne, ein bisschen höher sogar. Aber da geht es halt einfach wieder hoch. Nee, das kann echt nicht sein. Kommen wir vielleicht von woanders hin. Aber die möchte ich eigentlich gern haben, weil ich will wissen, was ich dafür bekomme. Vielleicht auch gar nichts, aber wer weiß. Kann ich die kaputt haben? Nee. Fragen über Fragen oder was sogar noch ein Buch. Das muss man natürlich lesen. Name Darian Houndell, Vorgesetzter Hauptmann Seprius. Grund Pflichtversäumnis, Befehlsverweigerung. Fallbeschreibung. Am gestrigen Morgen suchte mich Houndell mit unfertigen Dokumenten auf und verlangte, seine letzte Aufgabe zu besprechen. Ihm zufolge sei die Verhaftung der von ihm gefangenen Magier nicht nötig gewesen und einige sollten wieder freigelassen werden. Er bestand darauf, 5 ältere Dorfbewohner freizulassen, die Bewegung und Wachstum von Pflanzen kontrollieren. Nee, Bewegung und Wachstum von Pflanzen, das sind Magier, die gehören eingesperrt. Ich erinnerte ihn daran, dass diese Magier Magiesuchende mit Pflanzen verprügelt hatten. Ein tätlicher Angriff. Houndell antwortete, dass eine Oma mich mit einer Pflanze hauen dürfen solle und bestand darauf, sie freizulassen, bevor sie ins Gefängnisregister aufgenommen werden. Nachdem er den Raum verließ, machte ich sofort Meldung bei meinem Vorgesetzten. Empfohlene Strafe, Ausschluss von den Magiesuchenden, sofortige Inhaftierung, Untersuchung von Familie und Freunden auf Magierkontakte. Alter, diese Typen, gell? Das ist richtig krank bei denen. Die sind so unsympathisch, die Magiesuchenden. Da wird jeder verpetzt an jeden, hey. Der eine Typ, der sich ein bisschen schlecht fühlt, der ein schlechtes Gewissen hat, der wird direkt von den anderen entlassen und verhaftet. Da ist wirklich um keinen von denen schade. Das sage ich gern nochmal. So, ich habe keine Ahnung, wie wir an den unteren... Aber ist das ein Schlüssel? Ja, gell. Können wir da auch dann Abkürzung nehmen, da wieder runter. Verhaftungsprotokoll Darian Houndell. Oha, das ist der tatsächlich. Name alter Magie. Ach so, das ist von ihm. Arlus Trifson. 12. Alter, der ist einfach 12. Feuerhände. Becker Orwell 17. Lässt Wind wehen. Ken Griffith 78. Anbau. Macht Pflanzen groß. Fritz Panak 66. Auch Anbau. Pflanzen. Zu viele Tomaten. Das habe ich auch, zu viele Tomaten. Oder hatte es letztes Jahr zumindest. Harriet Leville, 6, löst Sturm aus. 6, sofort in Knasch mit ihm. Jeffer Martin, 89, hat Kürbisse auf mich zurollen lassen. Wieder Pflanzen, killig. Kenne seinen Nachnamen nicht. Er verriet ihn nicht. 20, glaube ich. Beschwört Trinkwasser. Beschwört Trinkwasser, wie OP ist das? Olivia Woolley, 71, Mais hat Mauer um sie gebildet. Vermutlich Pflanzen. Sally Trifson 2 schwebt knapp über dem Boden. Nels Martin 90 hatte wohl mit Kürbissen zu tun, auch Pflanzen. Hauptmann, ich kann den Bericht nicht abschließen. Ich muss über die Verhafteten sprechen. Fast alles Pflanzen und alte Leute. Was bringt das denn der Gemeinschaft? Reden wir darüber. Bitte. Danke. Tja, um das geht's hier gar nicht. Alle Magier sind böse und wir müssen alle Magier einsperren. Dann habt ihr halt ein Problem, wenn ihr dann mal so jemanden wie Silas trefft, der da gar keinen Bock mehr drauf hat. Der gefangen war und jetzt gar keinen Bock mehr auf euch hat. Jetzt müssen wir halt nochmal überlegen. Also wir haben gesehen, dass es da den Geheimgang gibt. Soll ich nochmal schauen, ob es hier irgendwo einen Durchgang gibt?
kann mir eigentlich fast nicht vorstellen, dass wir noch woanders hin müssen. Aber es ist halt ein riesen Umweg, ja. Vielleicht gibt es hier irgendwo einen Eingang, den man nicht sieht oder so. Irgendwo hier. Oder hier unten. Es gibt halt überhaupt keinen Hinweis da drauf. Deswegen wundert es mich auch, wenn es da gar keinen Hinweis drauf gibt. Aber ich sehe dich, aber ich komme nicht zu dir. Es geht auf jeden Fall nach rechts da raus. Dann müsste es eigentlich von oben... Aber von oben kann es nicht sein. Das ist schon von hier unten. Vielleicht von da, dass es hier einen Zugang gibt. Oder wir müssen halt einfach noch die Etage tiefer. Und das war unnötig, was ich hier gemacht habe. Das kann auch sein. Ansonsten, ich meine, das ist halt das Problem, wenn wir können ja nicht mehr in die Mission zurück. Wenn wir die Schwinge nicht befreien, dann war's das. Dann haben wir die verloren und können auch nicht mehr alle kriegen. Aber das ist auch blöd, oder? Dass wir die dann einfach nicht mehr kriegen können. Sieht halt ganz so aus. So von wegen, mach es gleich oder mach es gar nicht mehr. Okay, nach links kommen wir nicht gleich, da kommen wir später. Erst später wieder hin. So, Rekrut Nummer 3. Ich mache das, sagt er. Jeden Tag holen sie jemanden. Ich habe nur einen. Ich muss richtig aufpassen. Ich habe nur noch einen Trank. Jetzt gar keinen mehr. Ich hoffe echt, dass ich die Tränke noch upgraden kann. Das wäre echt schwer, wenn nicht. Wäre echt ein Problem. Zu den Toren, schnell! Was, neues Ziel? Entkomme aus dem Hauptquartier? Hä, was? Ich muss einfach zurück, oder was? Könnte ich jetzt einfach gehen? Das macht ja gar keinen Sinn, oder? Wir gehen einfach weiter. Wir gehen einfach unseren Weg weiter. Das ist krass, wie wenig Schaden das einfach macht. Ich muss richtig aufpassen. Scheiße, ich sterbe, wenn ich nicht aufpasse. Nein! Das war's, oder? Nein! Was? Wie hat die mich getroffen? Das gibt's doch nicht! Oh mein Gott, wann war der letzte Speicherpunkt? Der war schon ewig her, oder? Oh ne, ich bin direkt da davor. Lol, krass. Das ist natürlich Luck. Das ist natürlich wirklich Luck, ey. Ich dachte, ich muss jetzt vom letzten Speicherpunkt. Das wäre richtig nervig gewesen. Das ist richtig chillig. Wie lange mich das denn der Scheiß einfach verfolgt, ey. Eigentlich sollte ich die zuerst platt machen, aber es ist halt gut gegen den Großen. Weil den treffe ich halt auch nie. 45 macht's halt aus. Warst du das schon mit dem? Ja. Nein. Wie der einfach noch einen Schlag rauskriegt. Ach komm. Hör doch auf, ey. Boah, das, sowas nervt. Sowas macht einen wirklich sauer. Wie ich dann an der Wand hänge, wie er einfach noch einen Schlag rauskriegt, kurz bevor er tot ist, und ich an der Wand hänge, die Dinger nicht dodgen kann. Mann.
das hört nicht auf, das Ding zu. Das verfolgen, ja. Das ist gut, während die das gerade machen wollen. Guck mal, wie viel besser es jetzt einfach läuft. Ah, kann ich die auch unterbrechen? Das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Das geht vielleicht, ja? Dass ich die einfach unterbreche, indem ich sie angreife, während sie die Fähigkeit machen. Auf die Idee bin ich noch gar nicht gekommen. Das ist halt wahrscheinlich die Möglichkeit, wie man gegen die vorgeht. Damit sind alle Gefangenen frei. Ich hätte auch davor schon aus dem Hauptquartier abhauen können. Unsere Informationen waren falsch, aber die Mission war nicht umsonst. Ich glaube nicht, dass unsere Information falsch war. Ich wette, hier kommt gleich noch irgendwas. Da könnte ich doch fast drum wetten. Vor allem alle Gefangenen sind frei, ein paar sind noch in ihren abgeranzten Zellen. Liebe geflügelte Beschützerin, ich liebe euch, weil ihr meine Familie gerettet habt, Eva, 5 Jahre. Danke, geflügelte Beschützerin, ihr seid meine Heldin. Kann ich zu eurer nächsten Mission mitkommen? Mama sagt, ich soll nicht fragen, aber sonst muss ich die Fenster putzen, Agno, 7 3/4 Jahre. Liebe Beschützerin von Demacia, ich schreibe, weil ich Hilfe brauche. Bitte beschützt mich vor meiner Hündin, die mir meine Brote klaut. Danke. Balen, 8 Jahre. Ich mag eure Flügel. Jucken die manchmal? Lerda, 4,5 Jahre. Bitte besucht mein Baumhaus, das mit dem violetten Dach. Ich habe es mit meiner Schwester gestrichen, damit ihr es findet. Ihr könnt einen Freund mitbringen und ich mache Haferbrei, damit ihr Kraft für den nächsten Kampf habt. Sorin, 6 Jahre. An wen ist das? Geflügelt? Das klingt so ein bisschen wie so Valkyren oder so. So, wir haben volle Leben. Sind eigentlich für den Kampf bestens gewappnet. Ich werde dieses Teil einfach nicht kriegen, oder? Da komme ich nirgendwo hin. Also dieses Vieh, diese Silberschwinge. Im unwahrscheinlichen Fall eines Gefangenenaufstands ist folgendes Protokoll zu befolgen. Erstens, alle Eingänge und Zellentüren sofort versiegeln. Zweitens, Sträflinge schnellstmöglich und mit dem nötigen Krafteinsatz überwältigen. Drittens, Signalfeuer entzünden. Die Wachen seiner Majestät müssen von dem Ausbruch erfahren, um die Sicherheit des Königs zu gewährleisten. Viertens, Petrizid ist euer Freund. Die Substanz unterdrückt selbst die magischen Fähigkeiten der mächtigsten Magier. Ist ein Sträfling unter Kontrolle, ist er sofort mit Petrizid-Handschellen zu fesseln und in die Zelle zu bringen. Fünftens, habt ein Auge auf eure Kollegen. Es gibt Gerüchte von Magiern, die unseren Orden infiltrieren. Ein Auge auf die Aufständischen und eins auf andere Magiesuchende. Einer von ihnen hat sie vielleicht freigelassen. Hat er richtig geil, ey. Misstraut euren Kollegen. Das ist immer richtig gut. Richtig gut für die Gruppendynamik. Sechstens, Schweigen ist Gold. Viele Bürger wären sehr betroffen, wenn sie von unseren Tätigkeiten wüssten. Besprecht nichts mit Zivilisten. Krass, wie sie das schreiben, dass sie sehr betroffen wären. Oh, was, das ist Lux? Silas. Oha, die ist irgendwie dunkel, da geht's nicht gut. Komm näher, Silas. Oh, das ist die Kleine bestimmt, oder? Lux, was machst du hier? Das ist bestimmt die Kleine, die Reyna. Die Raya. Die Magiesuchenden schnappten mich. Götter, gut, dass ich dich gefunden habe. Du traust mir nicht, aber wir müssen raus. Ich kenne den Weg. Lass dich doch nicht verarschen, Mann. Silas, bitte. Natürlich vertraue ich dir, Silas. Spätestens jetzt, wenn er das glaubt. Was? Warum? Ich vergebe dir für das Stehlen meiner Kräfte und die Enthüllung meines Geheimnisses. Nein. Das ergibt keinen Sinn. Warum nicht? Wolltest du das nicht? Ja, das ist die Kleine, ist ja klar. Was bist du? Du brauchst mich. Ohne meine Kraft besiegst du die Magiesuchenden nicht.
Außerdem hast du mich verraten, mein Leben ruiniert. Ohne mich bist du nichts. Mist, du bist nicht Lux. Du bist mir entkommen, aber ich lerne, das passiert nicht wieder. Rain, nicht Rainer. Oh krass, die kann das nochmal. Wie mächtig die ist, ey. Mich einfach im Geist, in ihrem Geist oder in meinem eigenen Geist. Oh, muss jetzt gegen Lux kämpfen. Ne, ist schon wieder so ein Geist. Krass, dass wir nochmal gegen so einen kämpfen müssen. Silas Albtraum again. Nein. Ja genau, ich bin runter. Boah, ich hab's gerade gedodged, weil ich mich auf ihn geschwungen habe. Wie geil war denn das? Hä, warum? Das ist doch da. Warum haut er jetzt... Das habe ich gar nicht gecheckt. Warum ich mich da nicht hinziehen konnte. Achso, shit. Hab ich echt vergessen, wie der geht, hä? Als Konzentration. Oh, ich wusste doch, das wird härter noch. Okay. Wow. Wow. Und jetzt? Das finde ich cool, dass dann die gleichen Bosse nochmal kommen, aber die einfach anders sind. Sowas mag ich. Also da können sie gerne ein bisschen recyceln. Müssen denn nicht jedes Mal frisch machen. Das finde ich eigentlich ziemlich cool. Wow, wow, wow. Ich habe kein Dings mehr. Kein Trank mehr. Wenn ich Glück habe, kriege ich die Ult noch voll. Das wäre ziemlich geil. Das könnte mir einen Arsch retten. Warte, ich konzentriere mich einfach. Dann brauche ich es vielleicht nicht. Ich habe sie ready. Nice. Nein, ey, das ist so dumm gewesen. Ja, okay, es hält mich direkt. Okay, was passiert jetzt? War's das wieder, oder was? Oh, die Ketten sind weg. Okay. Shit, ey, das wird halt noch richtig krass. Alter, so viele Formen gerade. Diese Heilung hat... Also, ich soll echt ruhig sein. Ich verliere das noch. Nicht aufpassen. Boah, krass, jetzt macht das einfach weg. Es bleibt nimmer viel, wenn es so weitergeht. Alter, hör. Okay, es kommt wieder. Ich komme nimmer rüber, gell? Komm schon, das war's fast. Yes! Kleines Licht! Puh.
Puh, da habe ich am Schluss noch ganz ordentlich das gemacht, würde ich sagen. Ganz ordentlich. Der berüchtigte Silas ist besiegt. Gute Arbeit, Kleine. Mysterias Ausbildung macht dich tödlich. Dass diese Leiden nur in seinem Kopf ist? Nicht lange. Nicht lange? Haben die mich jetzt echt gefangen genommen? Lux, lass mich raus. Du verdienst das nicht. Du hast mein Leben ruiniert, Silas. Ich will jetzt deins ruinieren. Nein, Lux, ist nicht so. Lux, hilf mir. Ich werde hier sterben. Lux, ist nicht so. Oha, ich bin echt gefangen, oder was? Oh, rettet er mich jetzt nochmal? Die Kommandantin lässt mich Wache halten. Geh nur. Tatsächlich? Na, wenn die Kommandantin das sagt. Der Killan oder Killian. Ah ne, ist jemand anderes. Der Gideon. Ganz ruhig. Du erholst dich noch. Visterias Liebling hat dir übel zugesetzt. Nein, das ist nur ein Albtraum. Ich kann nicht zurück ins Gefängnis. Weg. Weg von der Tür, sonst töte ich dich. Ich töte alle. Nicht so laut. Ich versuche, dich zu befreien. Oh, der hat auch so eine Maske. Hat er nur einen Arm? Sieht ein bisschen so aus auf dem Bild. Du bist meine beste Chance, Benshiro wiederzusehen. Wen? Bist du nicht ein Magiesuchender? Und wer ist Benshiro? Ich heiße Gideon. Ich diene den Magiesuchenden unter Zwang. Mein Ehemann ist Magier. Man sagte mir, sie würden ihn nicht verhaften, wenn ich loyal bliebe. Das war gelogen. Alter, natürlich. Junge, wenn du den glaubst. Aber dem fehlt echt ein Arm. Ich möchte mich euch anschließen. Ich habe Informationen, die euch helfen können. Oh, das ist gut. Warum sollte ich dir vertrauen? Ich wusste es. Verräter! Weil er den Blepp umgekickt hat. Ah ne, der hat doch alle Arme, oder? Das sieht nur so aus, als ist nämlich der andere. Weil ich für Magiesuchende nichts mehr übrig habe, auch nicht für ihre Kollaborateure. Dann finden wir sicher für dich einen Platz in der Rebellion. Muss ich jetzt noch kämpfen, oder was? Oh, das war's. Das war's. Ist das einer der Neuen, der dann dasteht? Bestimmt, oder? Mystikschaden plus 1. Wir müssen ihn suchen. Dann wirst du auch getötet. Vor allem auch, hallo? Silas, wo warst du? Wir dachten, du wärst tot. Oh, guck mal, der hat ein bisschen Bart gekriegt, oder? Das hat er noch nicht gehabt bisher. Oder? Sag nicht, dass das ein Magiesuchender ist. Ich habe letzte Nacht wieder im Gefängnis verbracht, Kara. Gideon hat mich gerettet. Und du vertraust ihm einfach so? Er wollte vielleicht nur unsere Basis finden. Das könnte halt echt sein, gell? Aber das glaube ich nicht. Ja, ich bin freiwillig Magiesuchender geworden. Aber der Orden verriet mich und nahm meinen Mann Benshiro mit. Er ist Magier. Ich will mich euch anschließen und ihn befreien. Warum sollen wir das glauben? Ich war auch Magiesuchender, doch ihr gabt mir eine Chance. Beruhigen wir uns alle mal. Gideon hat keine Magie. Er kann den Magiesuchenden keine Nachricht schicken. Und er ist von Magiern umgeben. Was ist das Problem? Er kann uns nichts tun. Stimmt, dann warten wir einfach ab. Ich zeige dir bald, wie nützlich mein Wissen ist. Ich kenne den Orden sehr gut. Ich glaube trotzdem, dass es dumm ist. Ich will hier keine Magiesuchenden. Oha, der Rucko ist voll sauer. Silas, du musst mit Rucko reden. Ruhen wir uns erstmal aus, würde ich doch aussagen. Nach der anstrengenden Mission brauchen wir erstmal eine kleine Pause. Ich sollte Gideon besuchen, sehen, wie er sich macht.
Sie misstrauen ihm alle, aber er und ich sind uns sehr ähnlich. Ich hoffe, er kann mit uns arbeiten. Krass, wie schnell er Demitz einfach vertraut, oder? Ah, das ist jetzt, der Bereich ist jetzt vergrößert, oder? Hey Silas, die Rekruten haben im Versteck einen neuen Bereich geöffnet. Schau es dir an. Ja, nice. Weil wir 15 jetzt haben. Sobald wir 20 haben, oh krass. Das ist ordentlich. Sobald wir 20 haben, passiert hier was. Da bin ich so gespannt drauf. Ich hoffe, wir kriegen das schon nach der nächsten Nebenmission hin. Und nicht erst nach der nächsten Hauptmission. Das heißt, wir haben da nochmal einen Kerl. Ist das einer? Ja, das ist der rechts. Das heißt, da kommt dann nur noch ein neuer. Und Lux ist auf der linken Seite auf jeden Fall. Naja, dann bin ich mal gespannt. Aber ich würde sagen, für heute war's das. Und morgen reden wir mal mit allen und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Vielen Dank fürs Zugucken. Macht's gut, haut rein und tschüss.